Wenn du das Problem hast, dass du nicht genau weißt, wie viel Wasser in deine Bowl muss, dann ist das das perfekte Video für dich. Alle Tipps und Tricks, wie du immer den perfekten Wasserstand findest. Egal ob undurchsichtig, clear, groß oder klein, der perfekte Tipp für jede Bowl. Egal was für eine Art von Pfeife ihr habt, also ob ohne Diffusor, mit einem kleinen Diffusor oder einem großen Diffusor, hier sind ein paar wichtige Tipps. Im Grunde gehen wir das Ganze erstmal grob an. Es gibt eine Faustregel, die man je nach Pfeife beachten kann, damit man schon mal so grob richtig ist. Bei Pfeifen ohne Diffusor ist das relativ einfach, man nimmt einen Fingerbreit. Das ist die Faustregel, für Pfeifen ohne Diffusor funktioniert meistens. Dasselbe könnt ihr natürlich auch bei Pfeifen mit Diffusoren machen, also auch da wäre ein Fingerbreit über dem am untersten liegenden Loch ebenfalls richtig und kann man machen. Egal ob so ein Diffusor oder so ein Diffusor. Ein Diffusor verhindert aber, dass die Pfeife stark blubbert und demnach könntet ihr auch ein bisschen weniger Wasser reinmachen. Was das bringt, erkläre ich gleich noch und wie man überprüfen kann, ob es dann zu wenig oder zu viel Wasser ist, zeige ich euch auch noch. Aber das erstmal die grobe Faustregel, ein Finger breit und ihr könnt erstmal loslegen. Und dann zeige ich euch das direkt mal im Beispiel. Wir haben hier eine Bowl. Auf der Bowl ist gerade schon eine Pfeife, hier habe ich noch eine ohne einen Diffusor. Erst einmal das Beispiel für ohne Diffusor. Legen Sie beiseite. Ich habe jetzt hier einfach Leitungswasser reingemacht, damit ich euch das hier im Büro zeigen kann. Und wir füllen einmal erst grob Wasser rein. Der erste kleine Trick beim Einfüllen, ihr könnt bei Steckpfeifen immer einmal hier auflegen. Das heißt, die Pfeife einfach oben auf den Rand von der Bowl legen. Dann seht ihr schon mal, wie weit hier das Tauchrohr runtergeht und könnt das schon mal grob abschätzen. Ne? Denkt dann an den Fingerbreit Wasser. Wenn ihr eine Schraubbowl habt, könnt ihr die einfach mal grob nebendran halten. Denkt aber an die Gewindelänge. So, und dann füllen wir hier einfach mal weiter Wasser rein, bis wir ungefähr so einen Fingerbreit, ja, bis wir da so ein Fingerbreit drüber sind, stecken die Pfeife drauf und dann ist das erstmal unser Wasserstand. Dann nehmen wir uns einmal die andere Pfeife und auch bei der können wir erstmal den Trick nehmen, wo wir das hier so nebenan halten. Ich mache das der Einfachheit halber jetzt einmal ohne die Dichtung, damit ich die schneller hier drauf und runter bekomme. So, und mit demselben Wasserstand kommen wir jetzt nicht mehr hier in den Diffusor rein. Das heißt, das würde auf jeden Fall nicht reichen, wenn wir jetzt ziehen würden, würden wir nur Luft ziehen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Wasser. Und auch da können wir die Pfeife wieder nebenan halten. Kippen ein bisschen Wasser rein und gucken, dass wir ungefähr einen Finger breit über dem letzten Diffusorloch sind. Und dann packen wir die Pfeifen wieder drauf. Und so wäre das in Ordnung. Das heißt, mit Clearbowls ist das Ganze denkbar einfach. Mit dem Daumenbreit Wasser unterm Kiel fährt man da immer ganz gut. Was aber, wenn man jetzt eine Bowl hat, wo man den Wasserstand überhaupt nicht sehen kann? Da gibt es zum Glück auch einen relativ einfachen Trick, nicht so easy wie bei den Clearbowls, aber man kann es auch hinbekommen und man kann es sich für die Zukunft noch viel, viel einfacher machen. Zwischendrin noch eine kleine Bitte meinerseits. Wenn es euch hier gefällt, wenn ihr weiter Shisha-Tipps haben wollt, Reviews, alles rund ums Thema Shisha oder ihr mich einfach nur ein bisschen supporten wollt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr unter dem Video einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da lasst. Damit wir den Trick ausprobieren können, brauchen wir auf jeden Fall schon mal unseren Schlauch und schließen den einmal an die Pfeife an. Danach können wir im ersten Schritt einmal grob die Bowl befüllen, aber auf jeden Fall so, dass es noch nicht ausreicht. Wenn ihr das Wasser eingefüllt habt, packt ihr eure Pfeife wieder drauf und versucht einmal zu ziehen und guckt, ob ihr was blubbern hört. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Das bedeutet, wir haben immer noch etwas zu wenig Wasser drin. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt die Pfeife jedes Mal wieder ab oder ihr macht euch das Ganze einfach und benutzt einen Trichter für den Kopfadapter. Ob wir das Wasser nämlich einfach in die Bowl kippen oder einmal durch den Kopfadapter laufen lassen, ist relativ egal, solange ihr keinen Molassefinger habt. Und das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach immer wieder einen kleinen Schluck Wasser einfüllen. Der läuft dann durch das Tauchrohr runter in die Bowl und nehmt wieder einen Zug und guckt, ob es diesmal blubbert. Noch blubbert immer nichts. Also füllen wir noch ein bisschen Wasser drauf, nehmen nochmal einen Zug, hören immer noch nichts, also noch mehr Wasser, ziehen nochmal. Ah, wir hören ein leichtes Blubbern, aber noch nicht viel und dann geben wir noch ein kleines bisschen Wasser oben drauf. Und dann hören wir die Pfeife blubbern. Wunderbar. Übrigens, so eine Kopfdichtung kann man auch super andersrum drehen und als Trichter benutzen. Jetzt hätten wir also auch für eine Bowl, wo wir absolut keinen Wasserstand sehen können, den guten Wasserstand gefunden. Ich habe wie gesagt nochmal zwei Tricks am Ende, wie man das überprüfen kann, aber gehen wir mal davon aus, das ist jetzt der perfekte Wasserstand für diese Pfeife. Das will man ja nicht jedes Mal machen. Das ist ja ultra nervig und das dauert viel zu lange und wahrscheinlich hättet ihr am Ende einfach keine Lust mehr mit dieser Bowl zu rauchen. Es gibt aber noch einen guten Trick. Und für den Trick schnappen wir uns eine Plastikflasche, am besten eine, die leer ist, und schneiden einfach mal oben ein Stück davon ab. Ihr könntet auch einen Trichter benutzen, aber ich persönlich verlege dann immer den Trichter und suche dann ewig, deswegen wäre ich einfach dafür,
die einmal aufzuschneiden. Und dann haben wir hier unseren neuen Bowl-Befüllungshilfsgegenstand. Und dann ist das Ganze simpel. Ihr könnt auch noch das Etikett hier abmachen. Dann nehmt ihr eure Pfeife von der Bowl ab und kippt das Wasser, was ihr jetzt in der Bowl habt, einmal hier in eure Flasche. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Das ist die Menge an Wasser, die perfekt ist, um mit dieser Bowl diese Pfeife zu rauchen. Also wenn ihr jetzt die Pfeife immer mit der Bowl benutzt, dann ist das hier die Wassermenge, die ihr braucht. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr markiert euch das Ganze hier einmal mit einem Stift und dann schreibt ihr halt dazu, das ist meine Shikawa-Kombi. Ne? Dann wisst ihr, dass das der perfekte Wasserstand ist. Oder ihr wiegt das Ganze einmal und befüllt dann einfach immer diese Flasche entweder bis zu dem Füllstand oder bis zu dem Gewicht, was ihr braucht. Und schon habt ihr für diese Kombi immer den perfekten Wasserstand, ohne lange rummachen zu müssen. Und wenn ihr dann wieder diese Kombination rauchen wollt, dann schnappt ihr euch einfach eure Flasche, entweder mit Markierung oder mit Gewicht, füllt die bis dahin auf, nehmt eure Bowl, füllt das Wasser einmal in die Bowl, packt eure Pfeife wieder oben drauf und schon kann es weitergehen. So, stellt euch nochmal vor, wir hätten hier noch eine undurchsichtige Bowl. Dann hätten wir die jetzt also mit Wasser befüllt, mit unserem ersten Trick langsam Stück für Stück Wasser reinmachen, bis wir das Blubbern hören und wir wissen, es ist genug. Jetzt könnte es aber noch ein Problem geben. Und zwar, wenn ihr die Pfeife entlüftet, das heißt ihr in euer Mundstück reinpustet, dann erhöht ihr ja den Luftdruck hier in der Bowl. Der Luftdruck drückt das Wasser runter und dann kann es passieren, dass der Wasserstand zu knapp ist und der Luftdruck reicht, dass ihr den Wasserstand unter den Stand von eurem Loch pustet. Und woran ihr das erkennt, zeige ich euch als nächstes. So, stellt euch vor, diese Bowl wäre undurchsichtig und wir hätten jetzt langsam Wasser reingemacht bis zu dem Punkt, dass wir blubbern hören. Das heißt, wenn ich jetzt ziehe, es ist ein Diffusor drauf, das heißt nicht besonders laut. Aber ich höre eindeutig, dass das Wasser etwas macht. Dabei kann es aber noch ein Problem geben. Und zwar, wenn ihr den Wasserstand so weit gefüllt habt, dass es blubbert, aber nicht weiter gefüllt habt, kann es sein, dass mit dem Drücken beim Entlüften, wenn ihr den Blow-Off sehen wollt, ihr den Wasserstand so weit runterdrückt, dass der Rauch direkt durch das Tauchrohr und durch den Kopf nach oben entweicht, anstatt durch den Blow-Off. Das erkennt ihr ganz einfach daran, dass dauerhaft Rauch durch den Kopf kommt, wenn ihr entlüftet. Ein kleiner kurzer Stoß an Rauch ist normal, aber wenn das dauerhaft beim Entlüften passiert, ist das nicht normal. Und dann braucht ihr noch einen kleinen Schluck Wasser. Nach oben hin ist die Grenze übrigens offen. Der Durchzug wird schlechter, der Anzug wird ein wenig schlechter. Aber bis ihr Wasser im Schlauch habt, ist es an sich kein großes Problem. Wasser im Schlauch merkt ihr ganz einfach, das gluckert dann im Schlauch. Ihr habt ein komisches Widerstandsgefühl beim Ziehen und so wisst ihr, das war zu viel. Das heißt, wenn es zu wenig ist, blubbert es nicht. Wenn es zu viel ist, blubbert es im Schlauch. Wenn es genau richtig ist, blubbert es in der Pfeife und es kommt kein Rauch aus dem Kopf. Und genau das sind die einfachen Regeln, wie ihr mit jeder Bowl immer den perfekten Wasserstand hinbekommt. Egal ob durchsichtig, undurchsichtig, groß, klein und egal welche Pfeife drauf ist. Und dann könnt ihr eure Pfeife genießen.